Ja, schön, ne? So, da hinten kommt eine Schelffront. Und die ist riesengroß. Erstmal mache ich hier die Wolkenformation, die kommen erstmal weg vom Bild. Und dann geht es an die Schelffront hinten dran. Mach das scheiß Schlafzimmerfenster zu, ihr Mädel. Dann schlägt die Tür noch mehr. Oh je, es schlägt der Wind. Mama sagt, in den Wolken sind Streifen drin, das ist nicht Lache, ich sehe, doch, ich sehe es. Aber das ist interessant, ey, die Mauer da hinten. Guck mal, die Mauer da hinten bist du, Mama. Du siehst so aus. Du siehst so aus. Hallo, ich darf was Spaß machen, ne? Wir haben 8 Uhr durch, wir dürfen gerade machen, also bitte. Vielleicht sieht das auch Mama aus, weil da hinten eine Front kommt. Gibt es den nächsten Weltuntergang für Meschede? Weißt du das? Meschede, Weltuntergangsrausch, wie gestern. Hier beim Haus muss ich auch aufnehmen, ne? Weil das ja beim Haus auch zu sehen ist. Überall sind die Wolkenquatsch zu sehen. Küchenfenster, sieht immer noch die Wolkenmutter Gottel zu sehen. Hast du gerade am Küchenfenster geguckt? Bist du sicher, dass es autonomes ist? Es könnte eine Mamadus-Wolke sein. Ja, was denn nun? Na, schön, Mamadus. Erst hast du autonomes, jetzt hast du Mamadus. Ja. Hast du da hinten diese Streifenwolke schon die ganze Zeit gesehen im Wohnzimmer? Im Schlosserfenster? Überall? Die Streifenwolke da hinten gesehen? Weißt du, ob ich den einen Tag bei dem, sag ich jetzt mal, Rapper, den einen Morgen mein Zimmerfenster über die Wolkenformation draußen gelacht hatte? Wir so drüber lachen, aber die Wolkenformation, das war nicht Militär, Bundeswehrsoldaten, diese Tarnmusterwolke, diese Hartmusterwolke, wo drüber gelacht haben. Aber guck mal, die Wolkenformation, die Bestrafungswolke sind das. Mal super kaputt gelacht, ne? Oh, es ist eine Schauerfront, ist das. Geil, Schauerböe. Geht's gleich schon wieder los, oder was? Das Site ist, glaube ich, ein Bagger. Boah, ist da hinten abgedunkelt. Boah, ist da hinten finster. Alter, das zieht gleich so wieder zu. Ist ja schon windig, da kommt auch der ganze Scheiß mit, ist ja wohl logisch. Guck dir das mal an. Und jetzt kommt ja auch schon hinter davon. Guck die Westbahn, jetzt kommt eine dunkle Eckenwolke. Du Scheiße. Na gute Nacht, Barry. Gute
Gute Nachbarin. Es ist ja schon windig, Orkanböen schon wieder leichte. Leichte Orkanböen bis 100, ne, warte. Bis 70 km/h. Stundenkilometer. Mama, guck mal, links, da ist eine Wolkenformation. Guck mal schnell. Mama, guck mal schnell. Ach, wer knoltert hier die ganze Zeit auf dem Balkon, ey? Dieses Dam 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 auf dem Balkon. Wer ist da überhaupt? Der es geht auf den. Ey, ihr pullt die ganze eine auf dem Balkon. Was soll der Scheiß? Das geht mir auf den Nerv. Hey, sag dich da das. Ja, oder da hinten die Nachbarn auf dem Balkon oder Radio oder was es ist. Ruhestörer Lärm für meine Aufnahme. Videoaufnahme ist das. Ruhestörer Lärm ist das für meine Videoaufnahme, ja? Kann ich genau sagen. Von euch. Über euch meine ich es. Über euch. Nicht von euch, über euch kann ich es genau sagen. Ihr macht Ruhestörer Lärm für meine Videoaufnahme. Schön. Aber für euch ist da ein Weltuntergang angesagt. Da kommt ein Weltuntergang auf euch zu. Jetzt kriege ich den Weltuntergang ab. Hahaha. Das war's dann mal. Bye bye. Kein Urlaub mehr, gar nichts mehr. Guck mal, hier komm mal mit raus, Mama. Da bei der Sonne ist ein schöner Wolken. Guck mal. Achtung. Hinter mir her, bitte. Aber vorsichtig. Hallo, da. Oh, geh doch einfach da hinten hin, verdammt nochmal. Du musst laut rufen, weil der scheiß Wind laut ist. Ich wollte auch gleich auf den Block kommen mit dem Stuhl, da? Oh, ich wollte dich gar nicht treffen. Ich wollte den Stuhl treffen. Mann, du bist im Weg gelaufen, weißt du das? Warte, jetzt wollte ich auch mal krachen. Zack. 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 So. Bitteschön. Habt ihr jetzt davon? Ihr macht Ruhestelle bei meiner Wiederaufnahme. Hi, was bist du denn für ein Vogel? Wow, was kannst du gut Kunststücke machen? Alle Krähe, eine dämliche. Ich bin so, Leute, wenn ihr das begreifen sollt, ich bin Sturmschicherin. Hobby-Sturmschicherin bin ich. Ich nehme Stürme auf, die hier rüberkommen, die euch vernichten. Nein, die euch dann Angst machen. War ein Scherz. Die rüberkommen, dann möchte. Gott, was ihr alle in Larry macht, ey, im Umkreis macht. Ihr macht genauso bei meiner Videoaufnahme Ruhestörer Lärm. Kann ich auch sagen über euch. Kann man über euch herziehen, ganz einfach. Leute, die keine Ahnung haben von so einem Himmel. Ich habe vom Himmel mehr Ahnung wie ihr. Ihr nicht, ihr Leute. Ihr seid so dämig dafür mit dem Himmel. Ihr ahnt noch nicht mal, dass heute Morgen Gewitter war. Da seid ihr so blöd dafür. Ich habe Beweisvideo für das Gewitter heute Morgen gemacht. Mit Hagelschauer dabei, Sturmböen, Orkanböen, Fallböe sogar.
Wenn es keiner glauben sollte von euch, tut es mir leid für euch. Das Beweis steht bei YouTube, in meinem YouTube-Kanal drin. Für euch gibt es ein. Und für mich gibt es ein. Yeah, 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 yeah. Oh, Hornisse, komm, blick rein. Wir müssen dich einfahren, wir müssen dich jemanden zum Imker bringen. Bravo, Hornisse. Bravo, Hornisse. Du tust mir nichts, mir lieb. Die Leute sind böse, stich mal die Leute kaputt, aber nicht mich.